So, und damit willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Strahlender Diamant. Hier sind wir mit ihr hier, mit ihr, mit Reiser im ewigen Wald, wenn mich die erste erwischt. Ja, und machen hier direkt weiter. Wir haben den nächsten Trainerkampf. Auf geht's, Doppelkampf, also Vierfachkampf, wenn man so will. Fragst dich ja, wie was cool ist, oder? Nein? Tja, ich sag's dir trotzdem, Käfer-Pokémon. Du irrst. Das hast dich noch nie so geirrt. Wir gehen bloß ein bisschen spazieren. Okay, wir kämpfen gegen den Querdenker. Ja. Nicht lustig. Los, Chaos und Chanera. Also wir kämpfen mit Chaos, weil das ist bisher das ausgehalten. Das ist, ich meine, tja, wenn er schafft, müssen wir die anderen Pokémon nicht einsetzen. Mio hat auch keine starken Attacken gekriegt und schafft es trotzdem, den Kampf zu entscheiden. Tja. Sachen gibt's. Rundenschlag, das ist, ja, Chanera ist mal wieder eine, ist, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, es ist eine komplette Enttäuschung hier. Das ist nur eine Belastung, ist nur eine Last hier. Die Dame hier mit mir zu schleppen, das ist. Ich kämpfe hier nicht wirklich mit, das ist hier. Alles muss man selber machen. Ja, gut, ein bisschen kämpft damit, ein bisschen. Und den Löwenanteil muss ich machen. Das ist. Ja. Das ist keine tolle Partnerbeziehung hier. Das ist, ich meine, das ist keine Beziehung hier, aber das ist, ich meine, das ist keine Partnerschaft. Das ist, meine, wir müssen ja irgendwie überleben durch die Kämpfe, durch den Zweiten. Da kann man ja auch mal erwarten, dass das andere Teammitglied mal mitkämpft. Und Kyrgios versucht, Notsituation zu erlernen. Okay, Notsituation. Dann würde ich mal Latt Heuler verlernen. Ach du Schreck, wir haben noch die Basic-Attacken. Den zweiten Schub. Heuler vergessen und Notsituation erlernt. Machst auch mal ein bisschen mit. Das ist sehr schön. Kriege ich das hier mit meinem schlechtesten Pokémon hin? Momentan noch. Mit meinem schwächsten Pokémon bis jetzt. Ich habe hier den Kampf alleine gewuppt. Fast alleine. Und bemüht sich nicht. Nee. Was soll man anders tun als rummeckern? Damit es mal nicht zu langweilig wird, würde ich mal sagen. Können wir mal Mary ins Team holen. Und nicht ins Team in den Kampf holen. Tja. Weckt mich, wenn wir dann fertig sind. Donnerschock. So, na komm, es wird das jetzt hier mal Donnerschock.
Super, wenn ihr da besiegt. Na, sehr gut. Ist halt blöd, wenn das andere Team mit dir nicht mehr kämpft. Ich weiß. Ich höre mich wieder an. Ich nörge wieder an. Rum. In einem Rum hier. Ist ja auch Begleiter-Quest. Und wir haben noch etliche, Trainer hier im Wald. Ich hasse diesen Abschnitt hier im Wald. Das ist einfach. Ich hatte gehofft, dass sie das einfach rausnehmen aus der neuen Version, aber haben sie ja 1:1 übernommen. Das ist einfach. Hätte man wenigstens richtige Pokémon gehen können. Vernünftig einsatzfähiger Pokémon in dem Teampartner. So, ich höre ja schon auf zu nörgeln. Käfersammler besiegt. Hat ja lange doch gedauert. Es regt mich so auf, wenn Leute nicht einsehen wollen, dass Käfer-Pokémon total cool sind. Oh nein. Okay, sagt oh nein. Gewinnst 972 Pokémon durch den ersten Kampf gegen das Käfer-Duo hervor. Und weiter geht's. Paraheiler. Das Team heilen muss jetzt nicht. Das ist Tränke und Beleber geben. Das ist, ja. Beleber haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Wenn Pokémon und Trainer einander blind verstehen, entsteht eine besondere Energie. Diese Doppelkämpfer. Ich sehe sie. Ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbare Niederlage. Wovon träumst du nachts? Seher sind das. Seher Linus schickt Abra einen Kampf, der Lisa schickt auch Abra einen Kampf. Ja, zwei Abras. Das gibt's ja nicht. Achso, ich wurde geheilt. Ja gut. Wenigstens dazu ist es gut. Die Reißer. Level up für Takeru. Dass der sich irgendwann mal entwickelt. Mit welchem Level entwickelt er sich denn? Ist jetzt schon Level 19? Zu Tode geklapst. Easy peasy. Lemon squeezy. Modi recht Level 19. Flammenrad. Oha. Dann würde ich mal sagen, Steigungssieg. Blut. Tempo-Hieb. Kratzfurie würde ich behalten, den brauchen wir auch irgendwann mal, falls wir mal einen Typen haben, der nicht auf Kampf und Feuer reagiert. Okay, Stärke 40. Stärke 40. Ist eigentlich wurscht, ob wir Steigerungshieb verlernen. Und Tempo-Hieb. Ne, Tempo-Hieb hat mehr AP, also. Genauigkeit 100, dann verlernen wir Steigerungssieb und Tempo mehr AP hat und dieselbe Stärke hat. Machen wir das. 1, 2 und Schub. Mordi hat Steigerungssieb vergessen und Flammenrad erlernt. Siegst Serinus und Serenisa. Grummel. Entgegen aller Erwartungen bin ich es, die Niederlage davon trägt. Lesen kann ich auch nicht mehr heute. Du gewinnst 1560 Pokémon oder gehst siegreich gegen die Sieger hervor. Das haben sie nicht gesehen. Das haben sie nicht vorher gesehen. Keine Entwicklung. Ich hatte schon fast befürchtet, obwohl Panferno kriegen wir mit einem anderen Level. Das ist. Hat nur Flammata erlernt. Ich dachte, wenn so eine bedeutende Attacke kommt. Klaps. Wir sind hier vor ein paar wilde Pokémon zur Abwechslung. Knospi könnten wir uns fangen. Wie ist die Weiterentwicklung von Knospi? Ist das? Im Doppelkampf können wir, glaube ich, sowieso nichts fangen. Aber nur mal so. Da muss man gucken. Sekunde. Muss mal gucken, die Weiterentwicklung von Knospi.
Entwicklung und nicht Baby, sondern Knospi. Knospi. Ich kämpfe mal ein bisschen weiter. Klapp's. Rosia und Roserat. Ja, das ist Knospi. Wir brauchen ein Knospi im Team. Das wollten wir ja. Wir wollten eine Roserat aufziehen. Wenn jetzt da noch eins da ist, können wir vielleicht. Jetzt verwirrt ist doch super, oder? Super. Es ist noch komplett. Das müssen wir jetzt mal schwächen. Klaps. Hoffentlich nicht des Todes. Hoffentlich nicht der Klaps des Todes. So, diese Stimme. So verwirrt und runtergebracht. Okay. So, jetzt fangen wir es mal. Hoffentlich klappt das. Pokébälle, Superball. Dann fangen wir es mit einem Superball. Warum nicht? Setzt den Superball ein. Sehr schön, es funktioniert also. Eins, zwei, drei. Nice. Sechstes Teammitglied. Gucken wir noch später, ob wir mal tauschen, ob wir, wenn wir mal ein Wasser-Pokémon wollen. Für Knospi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, Roserat ist auf jeden Fall ein sehr starkes Teammitglied später. Knospi noch nicht so sehr, aber Roserat auf jeden Fall. Im Winter schließt es die Knospe, um die Kälte zu trotzen. Doch im Frühjahr öffnet es sie und verteilt Pollen in der Luft. Auf jeden Fall. Okay, wie männlich. Ich glaube, den haben wir, da haben wir noch keinen im Team von. Takeo, Modi, Serpi war der Trainer, unser Rivale. Chaos haben wir noch. Uff, ich muss mir meinen Pokémon-Team mal merken. Ich glaube, wir haben einen benannt, das Legendäre, was wir bekommen haben. Das habe ich auch auf die Box gelegt. Gut. Ich würde mal sagen, lass nochmal. Ist zwar, es ist jetzt Geschlecht, aber übergreifend, das ist ja. Who cares? Who cares? Geschlechterrollen heutzutage. Yomi wurde in dein Team aufgenommen. Oder Whiny, das ist ja der Name. Yomi. Kann der Spitzname auch ausgesprochen werden. Reden ist heute echt schwierig. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So, jetzt müssen wir mal ins Team gucken. Okay, was immer noch an der Spitze. Wir müssen entkommen. Dann müssen wir mal. Haben wir das Item eigentlich schon aufgehoben? So, Pokémon-Team. Ja, sehr gut. Chaos, Mary, Kirikus, Modi, Takeo, Maimi oder Yomi. So, ich glaube, ich brauche mal eine Heilung für unser neues Teammitglied. Ach so, ja stimmt, da war ja was. Okay, dann können wir mal eben Level 12. Okay, ja, gar nicht so schlecht. Was kannst du für Attacken? Das wird mal nachgucken. Attacken. Meine Güte, die Steuerung hier. Ab Sommer Wachstum, Stachelspore, Sorgensamen. Ja, da können wir noch was ändern dran, aber ja.
und bewegen. An die Spitze mit dir. So ist noch ein bisschen kämpfen. So, auf geht's. Nächsten Trainerkampf. Achtung, Plagemannmarsch. Genauer gesagt, Hexerplager. Gut. Ha, ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Strange. Käfersammler Dominik und Käfersammler Shoya. Bistomi und Cresselia. Nichanaira. Nichts effektiv. Ja, was soll's. Scheiß drauf, du musst ein bisschen kämpfen. Verfehlt. Achso. Kämpfe. Die hier angreift. Nein, das nicht. Ein Käfer-Pokémon, was ein Käfer-Pokémon aus zusammen versucht. Wer sind ja alles Käfer-Pokémon hier? Ist halt ein bisschen, ja, ist gewagt hier. Mit Knospi zu kämpfen. Oh, eine Verwirrung, immerhin. Okay, der Kampf wird vielleicht ein bisschen zäher. Aber ja. Soll seinen ersten Kampf haben. Danach sollten wir hier vielleicht im Wald vielleicht doch wieder wechseln. Und dann musst du ein anderes Teammitglied an die Spitze setzen. Und hier ein Pokémon wirst du doch hier wohl besiegen können. Nicht, wenn Schutz eingesetzt wird. Ein Bett auf das eine Pokémon auf das Bomi. Okay, aus dem Wasser hilft das Teammitglied. Das andere Team mal ein bisschen. Okay, Bomi ist nicht mehr verwirrt. So, na komm. Mach's alle, würde ich jetzt gerade sagen, aber ja, bin schwierig gern. Obwohl, bald haben wir's. Ist schon im roten Bereich. Und knospen wir noch im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Ganz genau. Das ist so ein erstes Erfolgserlebnis im Team. Den Bogen besiegt. Auch wenn Chanaira nachgeholfen hat. Ah, kannst noch Wompel besiegen. Hat's Wompel besiegt? Ah ja, hat's Wompel besiegt. Sehr schön. Mary erreicht Level 18. Funkensprung. Okay. 65. Dann ja, mach mal Ladevorgang. Mach Ladevorgang weg. 1, 2 und Schub. Maria hat Ladevorgang vergessen und Funkensprung erlernt. Surprise. Weiter geht's hier. Also jetzt würde ich mal. Ich würde mal hier Flammerad ausprobieren wollen. Warum ich nicht schon lange mein Feuerstarter hier eingesetzt habe, ist mir ein Rätsel. Jetzt könnten wir uns hier durchbrutzeln, durch die Käfer-Pokémon. Aber Hauptsache schwierig, wenn es leicht geht. Ein Volltreffer. Tja. So, Flammenrad, wollen wir mal ausprobieren. Auf, ja. Pudox. Verbrutzeln wir es. Hübsche Animation. Und hübscher Tod. Welcher so? Levelaufstieg. Kyokus. Waini. Und Yomi. Chaos.
Spoiler. Ja gut. Nicht dann mit einem Flammrad. Ja gut, jeder wie er will. Panikron. Ja, das gegnerische Team ist nun ja. Vor allem als Kiefer-Pokémon. Flammrad haut einfach rein. Mach's alle. Und neue Erfahrungspunkte. Ich war blöd, dass die bisher noch nicht eingesetzt haben. Das bis dahin bisher noch nicht. Aber gut. Das andere nicht in die Luft. Zum Glück macht das auch nicht. Denkt noch ein bisschen mit. So. Ich hatte gehofft, du gibst ihm den Rest. Okay, gibt sie selbst den Rest. Auch schön. Mit Verwirrung selbst den Rest gegeben. Kann man auch machen. Level 15 für Yomi. Gibt es doch bald eine Entwicklung. Wow. Du winnst 948 Punkte und dann bist du aus dem Kampf gegen die beiden Käfersammler hervor. Hä? Nun weiter hier. Oh, da gibt's ein Item. Hol ich mir natürlich. Ein Trank. Das ist alles für einen Trank. Ja. Ein Häschen. Ein Haspirohr. Ein Haspirohr. Würde gerade überlegen. Haspirohr vielleicht? Aber nein, Haspirohr. Haspirohr. Zwei Knospis. Ja, ich fliege mal lieber aus den Kämpfen voll mit dem Knospi. Wäre natürlich eine super Übung zum Trainieren, aber. Ein Wumpel. Na gut, ich glaube, da können wir Knospi ein bisschen trainieren. Nicht sehr effektiv, oh wei. Nee, oh wei, jetzt sitzt hier gerade nicht im Kampf. Stunden später. Ich glaube, wir sollten mal fliegen. Fahnenschuss, was soll der Mist? Das kleine Pokémon, das große Chanairadrot, das kommt doch ein bisschen lost vor hier. Mit den kleinen, mit den kleinen Tigern. Der Tanks Fahnenschuss. Absorber. So viel bringt der Absorber. Ist es ja, ja, komm. Nee, das wird durch den Epiterner, durch den automatisch eingestellten Epiterner im Kampf trainiert. Ich werde mal fliegen. Scheiß auf die EP-Punkte. Wo soll diese Stimme? Flucht. Besser als wenn wir hier noch eine Stunde verbringen. Es wäre dann doch ein bisschen blöd hier Ewigkeiten nur zu verbringen, wenn wir nicht müssen. Findest ein Glas Honig. Wildes Pokémon Team. Was haben wir hier? Knospi und Wurmpel. Tja. Nein. Flucht. Okay, mit Zerschneider können wir da durch. Müssen wir mal wieder kommen. Ah, hier verabschiedet sie sich. Danke und tschüss. Oh, das ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen Dank, Zwergi.
Ja, jetzt. Auf Nummer Wiedersehen. Begleiter-Quests. Nervig wie und je. Nochmal ein paar hohen Gras rumwühlen. Um das nicht zu verpassen. Jetzt haben wir wieder nur einen Pokémon. Wie schön. Gegen Blitzer, ganz gegen Blitzer kämpfen. Level 15, gegen Level 10. Effektiv? Ja, machen wir mal. Nur das können was werden. Ein Walzer. Wobei. Wobei. Das ist das Gute an dieser Attacke, aber ein Absorber. Das hält auch wieder. So, Absorber. Haben wir gleich. Und das Schlechte an der Attacke ist natürlich blöd, das beim Gegnerteam zu sehen. Frustrierend. Ja, richtig gehend frustrierend. Besiegt. So ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Nicht viele. War ja nun wildes Belizer. Okay, ein paar Beeren pflücken. Dann sind wir gleich schon in der nächsten Stadt. Pfirsichbeeren. Wofür wir die Beeren brauchen, eigentlich nie. Ich bisher ein Pokémon-Abenteuer nie wirklich benutzt, aber erstmal pflücken. Schauen wir dann. Das sind die Beeren. Die sind ja wenigstens halbwegs noch vom Nutzen. Später, wo man Supertränke, und Top-Genesung hat, das ist da ist ja hier. Kann man knicken. So, Honig. Machen wir das. Honig. Zeig, das ist wieder der richtige Ort noch der Richtung. So, hier ein süßer Duft und Honig beschmieren. Sehr schön. Hier ist noch eine Route mit Trainern, glaube ich. Denn die Angler können wir noch kämpfen oder nicht? Ganz entspannt angeln, sowas mögen Erwachsene. Ne, mit denen können wir nur reden. Oh, ein Trainer. Da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's. Na gut, dann bekämpfen wir die jetzt noch.